Hä? Ding dong, ding dong. Dies ist ein Aufruf an die folgende Schülerin, Maike von der Orangenakademie. Miss Brianna bittet darum, dass du sie im Klassenzimmer der 1-4 aussuchst. Sie hat wichtige Neuigkeiten bezüglich der Terrakristallisierung, die sie mit dir teilen möchte. Okay, dann gehen wir da direkt mal hin, oder Leute? Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Beim letzten Mal haben wir den DLC von der Story ja abgeschlossen, aber scheinbar gibt es noch ein paar Nachträge. Dann machen wir die mal eben. Hallöchen, was gibt's denn, Miss Brianna? Danke, dass du gekommen bist, Maike. Könntest du dich von unseren Scharpazen im Höhlensystem 0 ausreichend erholen? Nicht wirklich, aber sagen wir mal ja. Da merkt man, dass du noch jung bist. Ich hingegen fühle mich selbst noch einigen Tagen noch erschöpft. Sind Tage hergegangen jetzt? Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe in letzter Zeit ununterbrochen geschrieben, um meine Erkenntnisse aus dem Höhlensystem in einem Buch festzuhalten. Natürlich habe ich mir dafür die Erlaubnis von Signora Sageria eingeholt und einige konkrete Ereignisse und Namen verschleiert. Keine Sorge. Jedenfalls ist vorhin ein Probeexemplar meines Buches angekommen. Hier, du sollst es haben. Eine Ausgabe von Brianna's Buch. Okay. Ein Probeexemplar des Expeditionsberichts über das Höhlensystem 0. Miss Brianna schildert darin detailliert die Ereignisse und ihre Gedanken dazu. Das Cover ist wirklich einfach nur der Schatz von Zone 0. Lol. Geil. Mit der Erkundung des Höhlensystems 0 habe ich dir wirklich einiges zugemutet. Dich an den Früchten meiner Arbeit teilhaben zu lassen, ist das Mindeste, was ich tun kann. Außerdem hoffe ich, dass du es als meine Form der Entschuldigung akzeptierst. Übrigens, dürfte ich deinen Terrakristallort kurz sehen, Maike? Klar, hier. Ah, wie ich vermutet habe. Er scheint genauso zu reagieren wie die Orbs von Joe und Hannah. Vielleicht, weil sie mit der Energie von Terrapagos in Berührung gekommen sind. Die beiden haben erzählt, dass sie seit dieser Sache die Terrakristallisierung auslösen können, ohne ihre Orbs vorher aufladen zu müssen. Cool. Faszinierend, oder? Und da gibt es noch etwas, das ich in Bezug auf das Höhlensystem ansprechen wollte. Es geht um den Kuppelkern, der an der Decke der Terrakuppel hängt. Ich habe ihn bisher regelmäßig mit Erde aus Paldea und Wasser vom Kristallsee befüllt. Nur deshalb war eine stabile Terrakristallisierung innerhalb der Akademie überhaupt möglich. Nun, ich habe probehalber einige der Kristalle aus dem Höhlensystem in den Kern gegeben. Und das muss eine Veränderung in seiner Beschaffenheit ausgelöst haben. Dadurch erscheinen jetzt Pokémon vom Terra-Typen Stella in der Kuppel, die in Regenbogenfarben erstrahlen. Und mindestens genauso herstrahlt auch meine Terra-Kristall-Forschung, die dank dieser Umstände wirklich bestens voranschreitet. Der Effekt des Terra-Typs Stella. Wenn ein Pokémon dem Terra-Typ Stella Terra-Kristallisiert wird, wird pro Typ eine Attacke jeweils einmal verstärkt. Bei einer Terra-Kristallisierung in einem Raid werden durchgehend alle Attacken verstärkt, okay? Oh, bevor ich es vergesse, ein Mann im dunklen Anzug hat sich im Eingangsbereich hinter ihr erkundigt. Oh nein, sie haben mich gefunden! Nee, es ist bestimmt was anderes. Okay, das war alles, was ich zu berichten hatte. Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich muss jetzt dringend zu meinem Verleger, also verabschiede ich mich. Beim nächsten Mal möchte ich Terrapagos dann aber ganz genau unter die Lupe nehmen. Das kannst du machen. Ach, apropos Terrapagos, falls du dich interessiert. Dup, dup. Wo ist es denn jetzt? Hä? War es nicht hier? Ich such's mal kurz. Ah, doch, hier. Da ist es. Level 85. Terra-Typ Stella. Typ normal. Das Ding ist Typ normal? Ich hatte wie Psycho-Wasser oder sonst was, aber. Ha, interessant. Terra-Wandel-Fähigkeit. Das sind die Attacken. Hier sind die Attacken, an die ich sich erinnern kann. Falls es euch interessiert. Ja, ist ganz okay, denke ich. Kann Treffer gut verkraften. Ich hoffe, es kann auch Geheule gut verkraften. Denn das musste es ja letzte Folge tun. So, bevor wir jetzt aber zum Eingang gehen, gibt es hier einmal in einem Klassenzimmer und in der Liga AG noch ein paar Sachen. Zumindest sind Ausrufezeichen. Ich möchte gerne wissen, was es damit auf sich hat. So, hallo. Ach, du bist es. Hey, was gibt's denn? Maike. Ja, ich möchte dir meinen aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was du für die Liga AG getan hast. Und natürlich für Joe. Als du Champ geworden bist, hat Joe sich vollständig aus dem Rangsystem zurückgezogen. Das ist schade, aber wir verlieren ihn gewiss nicht aus den Augen. Ah, also Matt durfte drin bleiben und Joe ist ausgestiegen? Okay. Es überwiegt die Freude darüber, dass er wieder zu sich selbst zurückgefunden hat. In meiner Euphorie habe ich eine enorme Menge des Mittels hergestellt, das deinen Pokémon bei meiner Prüfung das Fliegen ermöglichte. Sobald du dich in die Lüfte heben möchtest, gib Agia eine angemessene Menge davon. Heißt es jetzt einfach Agia? Geil. Yes? Was gibt's denn? Yes? Sandwich? Ah, du gibst es ihm sofort? Ich hatte dir jedoch tun, nichts davon ab, es auf einmal anzufüttern.
Agia! Koraidon hat die Reittechnikflug für immer erlernt. Finally Spiel! Hat ja nur das komplette Game gedauert, bis ich endlich fliegen kann. Naja, besser spät als nie, ne? Was soll ich sagen? Agia scheint irgendwie stärker geworden zu sein. Naja, es ist jetzt völlig ausgeschöpft, ne? Wenn ich mich nicht täusche, sollte so in der Lage sein, uneingeschränkt zu fliegen. Ein unerwartetes, aber durchaus akzeptables Ergebnis. Sobald du die schwere Strecke des Flugrennens absolviert hast, kannst du dich an der extrem schweren Strecke versuchen. Schau mal fliegen. Wenn du auf den linken Stick drückst, während du auf Koraidon durch die Luft gleitest, kannst du es fliegen. Während des Flugs bewegt es sich automatisch vorwärts, drückst du es erneut auf den linken Stick, gleitet es weiter. Okay. Es ist Zeit zu gehen. Entschuldige mich. Was meinen Sie eigentlich mit dem schweren Pfad beim Fliegen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Bei Ihrer Challenge oder wie, wo was? Auf jeden Fall danke. Das abzuholen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und Ciano, der Typ, der uns überhaupt hier hingebracht hat, mit dem wir dann nie wieder ein Gespräch hatten, hat jetzt wieder ein Gespräch mit uns. Am Ende. Oh! Maike, du kommst genau richtig. Ich habe gehört, dass du der Champ der Blaubeerliga geworden bist. Das ist ja fantastisch. Ich muss schon sagen, dich zu uns zu holen war einer meiner brillanteren Ideen. Da du jetzt schon eine Weile bei uns bist, hätte ich eine Frage an dich. Wie gefällt es dir hier? Hast du Spaß an der Blaubeerakademie? Ja, und wie? Na, es war okay. Es war mit. Oh, freut mich zu hören. Ich weiß, das kommt jetzt etwas überraschend, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Maike. Hatte ich du auch noch. Dank dir geht es hier an der Blaubeerakademie sehr viel lebhafter zu. Deswegen möchte ich ab jetzt noch aktiver Leute aus Paldea als Mentoren zu uns holen. Du wirkst wie jemand, der überall bekannt ist und viele Freunde hast du doch bestimmt auch. Könntest du dich vielleicht bei Arenaleitern, deinen Lehrern oder starken Freunden umhören und sie uns zu uns einladen? Also wirklich allen wichtigen Charaktern aus dem Base Game? Okay, na gut, mach ich. Wenn es sein muss. Ich wusste es, Champ. Auf dich ist eben Verlass. Also ihr seht, das EC ist noch nicht ganz vorbei. Oh nein. Über den Computer hier im Raum kannst du Leute, die du einladen willst, kontaktieren. Um ihre Reisekosten und sonstigen Aufgaben zu decken, sind jedoch BP nötig. Also musst du da nochmal schön für farmen. Hier hast du ein paar welche. Ich krieg ein paar welche? Cool. Hat ein schönes Handy, by the way. 200, danke, Mann. Nett von dir. Keine Ursache. Die als Mentoren eingeladenen Leute können während ihres Besuchs diesen Raum für Pausen nutzen. Du kannst also bei Gelegenheit vorbeischauen und ein bisschen mit ihm plaudern. Ich weiß, das Raum sieht 1:1 genauso aus wie der von der Liga AG, aber... Ne, was? Wir sind ja doch hier in der Liga AG, oder? Egal. Also dann, vergiss es. Alles weiter rüber lasse ich dir. Du gehst wieder? Das war's? Okay. Ah, ich glaube, bis Folge 80 wird's auch noch gehen. So funktioniert es. Über den PC im Magieraum kannst du Leute aus Paldea als Mentoren in die Blaubeerakademie einladen. Du kannst bis zu 2 Leute gleichzeitig einladen und dich mit ihnen unterhalten oder gegen sie kämpfen. Ha. Ich würde mal sagen, dass wir hier direkt mal ein paar neue Wurfstile holen. Also erstmal das hier. Für 150 kriegt man Pirouettenstil und noch einen anderen. Alles klar. So, eine größere Auswahl. Und den anderen noch, was da noch stand. Hab's ja gesehen. Außerdem will ich das hier jetzt mal gucken, was das hier ist. 10 BP. Dein Wurfstil wird geändert. Ja. Bring, bring. Vielen Dank. Was für ein Wurfstil willst du denn? Boah, kann ich mich den erstmal anschauen? Ich weiß nicht. Mach mal elegant. Das hört sich cool an. Alles klar. Der Sound. Ja. Ist ganz nett. Aber dass man dafür 10 BP mal ausgeben muss, warum nicht kosten? Das macht gar keinen Sinn. Egal. Holen wir uns doch hier ein paar weitere für 300. Die restlichen, wie es scheint. Unten rechts scheint ja, welche es sind. Also nicht bei mir rumheulen, dass ich die nicht vorgelesen habe. Ich lese ja sonst gewinnt alles vor immer. So, das waren alle. Alle Wurfstile. Okay. Na, da habe ich jetzt nicht genug Punkte für noch was anderes. Aber ihr seht, dass ich hier entweder noch in dieser Folge oder in den nächsten paar Folgen, während die Zeit weitergeht,
den AG-Raum vollfülle. Deko für den Pokédex scheinbar noch bekommen. Es gibt hier noch neue Designs für den AG-Raum freischalte. Neue Musik für den AG-Raum. Neue Pokémon für die Kuppel, was auch sehr wichtig ist noch. Aber Junge, 3K pro jeweils, Junge, wie lange man dafür farmen muss, ey. Leute, die nächsten Folgen werden ein bisschen dauern, glaube ich. Und der Geheimboss der Blaubeerakademie? Die Person, die unter Einsatz von BP die meisten Gäste in unseren Hort des Wissens lockt, verdient sich das Anrecht auf einen Kampf gegen den Geheimboss der Blaubeerakademie. Nur 10 BP. Aber das kann ich noch nicht unterstützen. Das ist, glaube ich, so ein Finale. Finale der Afterstory vom DLC. Also so ganz hundertprozentig durch sind wir wohl noch nicht. Okay, ich schaue mir mal ein bisschen um und dann mal gucken, was ich als nächstes so anstellen werde. Obwohl, ich glaube, vielleicht ist hier im Eingangsbereich noch irgendwas los. Irgendwer zum Quatschen, obwohl, nee. Nee. Doch, nein. Willst du noch was quatschen? Hallo! Ja, ich möchte gerne quatschen. Okay, dann quatsch mal los. Na, Michael, was bring ich her? Ich wollte noch nur quatschen. Ah, du willst mit mir plaudern, ja? Ich wusste nicht, dass ich so beliebt bin. Ah, richtig. Was macht dein Fortschritt im Blaubeer-Pokédex? Ah, ja. Was das angeht, den muss ich jetzt anfangen, ne? Ja. Ja, zeig mir doch mal, wenn du damit angefangen hast. Und wenn der Pokédex vollständig ist, solltest du auch eine Menge Lob von mir bekommen. Okay, gut zu wissen, wo ich dann hin muss. Gut zu wissen. Okay. Im Center von der Terra-Kuppel kann man mit dieser Lady hier sprechen, die über die Synchronisation schwärmt. Möchtest du mir eventuell bei meinem revolutionären Experiment helfen? Ja, worum geht's denn überhaupt? Komm, erklär es uns. Ausgezeichnet! Dann begeben wir uns erstmal zum Versuchsgelände. So, es wird nämlich sehr interessant, was sie hier macht. Fürs Experiment muss ein Pokémon aus seinem Ball lassen. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, was habe ich denn als erstes auf der Reihe? Super, ja, warum nicht? Und hilfst du mir? Ja, komm, erklär es mir. Was machen wir hier? Okay, sehr schön, dann wollen wir mal Synchronisation! Hm? Warte mal, die Gefühle von dir und deinem Pokémon sind nun synchronisiert. Durch die Synchronisation bewegt sich dein Pokémon genauso, wie du es möchtest. Probier es doch mal aus. Geh bitte zu diesem Baum da. Wow, jetzt bin ich einfach super. Wortwörtlich. Wenn ich L und R drücke, dann kann ich es beenden. Aber das ist richtig vorteilhaft, wenn ihr zum Beispiel BP sammelt und ihr euch denkt, boah, die AI von meinem Pokémon ist wieder so blöd, der rennt nicht in den Gegner rein, ich muss ihn fünfmal herschicken. Seid einfach selber das Pokémon und macht's selber. Geht viel einfacher, viel schneller. Und deshalb fangen wir hiermit auch an. Oh wow, du bist ein richtiges Naturtalent. Dank dir habe ich viele inzwischen Daten gesammelt. Hier für dich, das kannst du jetzt auch machen. Ach, und ein paar Sonderbonbons noch. Ja, du anscheinend ein Händchen dafür hast, kann ich dich um was weiteres bitten. Das nächste Experiment erfordert ein bisschen mehr Aufwand, aber dafür ist die Belohnung auch entsprechend größer. Hä, es gibt noch was? What denn? Was gibt's denn noch für einen Experiment? So, besieg mal bitte 3 Pokémon. Okay. Dafür muss ich erstmal 3 Pokémon finden. Ach, da hinten ist eins. Und hier spawnen jetzt die ganzen Pokémon. Okay, eigentlich muss ich auch. Also, man ist basically einfach wie ein Trainer. Ja, man ist einfach wie ein Trainer. Kann jetzt einfach hier reingehen. Und da steht Y. Achso, mit Y kann ich einen Angriff starten, okay. Aber hat gerade auch mit A funktioniert. Lass mal schauen, wie das funktioniert. Hier einfach nur reinrennen. Ja, einfach nur reinrennen funktioniert auch. Ihr könnt natürlich aber auch so einen Überraschungsangriff mit Y starten, wenn ihr wollt. Ja, das ist basically it. Und alle kriegen XP. Also nicht nur das Pokémon, was ihr gerade raus habt, sondern alle im Team. Wie immer. Also es ist wirklich sehr nützlich. Und es sieht cool aus. Und ich... Oh, Synchromaschine. Jetzt können wir es auch selber benutzen. Genau. Ich glaube, dieses Ding gab es auch im Anime mal. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Und ja, gehst mit einem Pokémon spazieren, kannst du dich mit ihm synchronisieren und bewegen. Also die L-Taste gedrückt und drücke dann die R-Taste, um die Synchronisation zu beginnen. Die Synchromaschine kann nur innerhalb der Terra-Kuppel eingesetzt werden. Ja, ein bisschen schade, aber besser als nichts, genauso wie das Fliegen. Was ich übrigens auch direkt mal erklären kann, wie das Fliegen funktioniert. Und zwar, wenn ihr in der Luft seid,
drückt ihr den linken Stick, mit dem ihr euch bewegt, einfach rein. Zack. Und dann fliegt ihr nach oben. Ihr könnt unendlich nach oben fliegen. Wirklich. Entweder ihr drückt gar nichts und ihr steigt wieder ab. Oder bleibt mehr oder weniger in der Luft. Oder drückt mal vorne und fliegt in der Luft. Und ich habe schon probiert. Man kann so weit nach oben hier gehen, dass man wirklich die komplette Map hier laden kann. Und dann alles anfängt zu laggen. Ich kann es euch mal ein bisschen demonstrieren hier, aber jetzt auch nicht too much. Die Switch soll jetzt auch nicht sterben. Ich brauche sie noch. Auch wenn ja schon spekuliert wird, dass bald eine Switch Pro oder so angekündigt werden könnte. Da wäre ich auf jeden Fall gehypt drauf. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie denn so eine Switch 2, Switch Pro, Super Switch, wie auch immer ihr sie nennen wollt, dann aussehen wird. Aber ja, ihr seht, wir können damit richtig weit nach oben fliegen. Einfach den Stick wieder reindrücken. Dann habt ihr wieder das normale Fliegen. Könnt auch rein, raus drücken. Und ja, damit können wir aber ein bisschen noch was anstellen. Und zwar können wir Aarons neue Challenges im Flugrennen ausprobieren. Es gibt nämlich nach dem baby-einfachen Modus, den man ja machen musste, gibt es jetzt noch einen normalen Modus, schweren Modus und sehr schweren Modus. Und warum habe ich jetzt die Anfängerstrecke ausprobiert? Oh mein Gott. Und wo ist eigentlich mein Kuraidon hin? Hä? Okay, ja, ich mach das eben fertig. Das war aus Versehen, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Ja, uff. Naja, immerhin kriege ich trotzdem noch ein bisschen BP dafür. Und ich habe ein klein bisschen gefarmt. Es ist wirklich schwer zu farmen in diesem Spiel. Aber für die Leute, die es interessiert, am besten nehmt ihr nur solche Aufgaben rein. Oder wenn ihr welche seht, das dauert viel zu lange, brauche ich jetzt 5 Minuten für, mach's weg. Das dauert auch zu lange, mach's weg. 500 Meter Rennen ist super einfach, da saß ich drin und so einfach geht das dann. Also immer nur Missionen rein tun, wo du selber der Meinung bist, das kriege ich jetzt ganz schnell hin. So, fortgeschrittene Strecke. Nur so nebenbei, das versuche ich zumindest. Okay, das ist Level 2 von 4. Und ganz ehrlich, ich zeige euch jetzt alle Strecken. Ihr müsst damit leben. Ich muss sie machen, also müsst ihr euch das geben. Oder es gibt vor, aber das macht ihr doch nicht, oder? Oder? Na gut, die Timestamp gebe ich euch trotzdem, aber... Na gut, ach, ich hätte auch abbrechen können sich da unten. Oh, egal, passt schon. Die 1-2 Minuten, die ich in meinem Lebenszeit verschwendet habe. Ich hab schon mehr Zeit in meinem Leben verschwendet als das. Ja, aber eigentlich sind diese Level nicht wirklich schwer. Das hier hätte aber eigentlich Level 1 sein müssen. Das erste hätte gar nicht existieren dürfen. Und ja, hier geht es übrigens nicht darum, mit genügend Zeit ins Ziel zu kommen, sondern mit viel Zeit ins Ziel zu kommen. Also habe ich es sogar beim ersten Mal spielen gar nicht richtig verstanden. Aber es war trotzdem so einfach, dass es halt, naja, komplett egal ist, ob ich verstehe oder nicht. Und jetzt gibt es auch Magneton-Ringe. Ich frage mich, ob es dann später noch Magnezone-Ringe gibt. Das wäre auch ganz cool zu sehen. Und hier müsst ihr nichts drücken am Stick. Hier bleibst du unendlich lang in diesem Free-Roam. Flugmodus. Ich muss sogar sagen, die Steuerung hier ist komplett anders als die, die du auf der Overworld dann später bekommst. Weil hier kannst du ja komplett frei steuern, wo du hinfliegst. Nach oben oder nach unten oder links und rechts. Aber auf der Overworld, da kannst du ja nur den Stick reindrücken, um nach oben zu steigen und mehr nicht. Das ist halt nochmal was anderes. Aber man kann hier zumindest ein bisschen das Gebiet sehen, auch wenn ich ehrlich bin, Terrakuppel ist doch langweiliger als erwartet. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Dennoch kann man sich das ja ganz so anschauen. Und manche von euch finden es bestimmt schöner als ich. Aber den Lag da gerade, den fand ich nicht so schön. Game Freak, also das... Ach, Mann. Die Switch 2 wird es bestimmt fixen, dass das Spiel nicht mehr so laggy ist. Ich hoffe, das Spiel ist nur so laggy wegen der Switch 2 oder was auch immer. Das ist immer noch meine Number One Theorie, warum das Spiel so verdammt schlecht läuft. Weil es für die andere Switch optimiert ist. Das ist meine Theorie. Ich weiß es auch nicht, Leute. So, für das erste Mal abschließen mit fortgeschrittenen Dingens, da kriegt der 100. Nicht 500, 100. Ich glaube, 500 kriegen wir mit dem schwersten. Bin mir aber auch nicht sicher. Finden wir es einfach raus. So, auf geht's. Profi-Strecke. So, Level 3 von 4. Und dieser DLC ist generell kürzer als der erste DLC. Das Einzige, was diesen DLC viel, viel länger macht,
und damit meine ich wirklich viel, viel mehr Spielstunden, ist, dass du, hab's ausgerechnet, ungefähr 14.000 bis 15.000 BP brauchst, um alles hier freizukaufen. Ich verarsche euch nicht. Viel Spaß beim Grinden, Freunde. Es gibt ja, wir haben ja gesehen, es gibt ja am Ende auch noch so einen super secret Final Boss, den man dann machen kann. Und den verpasse ich, glaube ich. Oh nein. Ah, nice. Also, ja. Ich überleg's mir tatsächlich gerade noch, ob ich das wirklich mir antun möchte oder nicht. Und ich kann euch sagen, diese 3000 Punkte jeweils, also 3, 6, 9, 12, diese 12.000 Punkte, die du ausgibst, damit da mehr Pokémon spawnen, das einzige Pokémon, was da spawnt, ist ein Starter-Pokémon im jeweiligen Gebiet. Also du kriegst da wirklich halt nur so ein Starter-Pokémon, ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich werde das mal ausprobieren, ob ich die nicht einfach, naja, rübertauschen kann von einem anderen Spiel über Pokémon Home. Aber darf ich auch mal kurz erwähnen, dass wir jetzt übrigens in der Elektrolythöhle sind von Gen 5. Oder zumindest eine, die so aussehen soll. Ist das nicht geil? Ich habe das letztens offscreen gesehen. Diese Höhle hier, wo wir gerade sind, die gibt es wirklich zum Erkunden. Und mich hat das so gestört. Warum gibt es nicht random ein NPC, der sagt, hey, wir treffen uns in der Elektrolithöhle. Einfach ohne Grund, dass wir uns da treffen. Einfach damit wir das zumindest mal sehen können. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass Game Freak so etwas macht. Und das mich würde es in diesem Fall gar nicht stören. Aber sie haben es nicht getan. Und das stört mich. Weil diese Höhle hätte ich nie gesehen, hätte ich mich nicht auf diese Insel ein bisschen umgeschaut. Und das stört mich einfach. Aber ich find's krass, wie gut ich gerade spiele, ne? Darf doch mal ein Like da lassen, oder? Nee, aber jetzt mal ehrlich, das stört mich wirklich. Ja, hier im Schneegebiet, glaube ich, war das sogar. Dass man da irgendwo in so eine Höhle rein kann, und dann ist man in der Elektrolythöhle und das ist halt echt cool. Es gibt hier übrigens irgendwo in dem Canyon-Gebiet, glaube ich, war das, ein Berg, der so aussieht wie dieser eine Ort aus Gen 5, wo man Shiny Magstax fangen kann. Das sieht dann genauso aus. Und da gibt es auch so ein riesiges Magstax, das du bekämpfen kannst mit Typ Stella. Also ein nettes Detail. Wir haben die wirklich nette Gen 5 Details. Oh, apropos Gen 5. Ich werde euch mal in der nächsten Folge zeigen, wie ihr super einfach... Okay, das war eine Lüge. Aber wie ihr, wenn ihr die DDT besitzt, einfach so ein neues Mythical Pokémon bekommen könnt. Und wenn ich sowieso schon über Zukunftsmusik rede, übrigens, das macht übrigens sehr viel Spaß, ist ganz chillig. Ist halt nicht wirklich schwer, finde ich, ist halt echt chillig. Auf jeden Fall wurde angekündigt, dass ein Epilog kommen soll. Alle, die den DLC besitzen, können die kostenlos spielen. Alle anderen leider nicht. Und das ist dann einfach in Kitakami und dann gibt es ein neues Mythical Pokémon, was halt zu den anderen drei Legis da gehört, zu diesem Benizaru und Okidogi, wie die alle drei heißen da. Und das werden wir auch spielen. Aber das kommt, glaube ich, im Januar raus. Sehr komisch. Die DLC kommt im Dezember raus. Im Januar kommt nochmal eine Erweiterung zum DLC. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich glaube, es soll auch eher als Event angesehen werden oder so. Weil es ist ja ein Mythical, was man da am Ende bekommt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das werden wir dann irgendwann im Januar, wenn es dann irgendwann rauskommt, auch noch spielen. Ich werde sowas von bis 80, 90 Folgen kommen in diesem Let's Play, habe ich das Gefühl. Oh Mann, das kann doch was werden. Ja, das kann doch was werden. So, das hat Spaß gemacht. Also die Profi-Strecke war echt chillig. Und die BP nehme ich sehr gerne an. Und diese jeweils 3000 Dinger, die mache ich als allerletztes. Ich kaufe erstmal die anderen Sachen alle, dass ihr Bescheid wisst. So, Meisterstrecke ist das letzte, was uns hier noch fehlt. Und das wird jetzt auch noch getan. Also, auf geht's. Man merkt, dass mir die Worte langsam leer gehen, wenn ja nur Blackscreen ist und alles laden muss. Oh, ich höre schon Geräusche, das ist schon mal ein Anfang. Und das ist cool. Für das Ersatz, oh, wir wechseln immer wieder das Gebiet. Oh, und jetzt bewegen sich die Ringe. Also, haben die vorher auch schon, aber jetzt bewegen sie sich schnell. Aber das ist echt cool. So eine halbe Weltreise hier. Ah, mein erster Ring, den ich verpasst habe. Nein. Aber es ist wirklich einfach, das zu schaffen. Also, ich weiß auch gar nicht, was die Bedingungen sind. Wird auch gar nicht gesagt, aber... Die sind nicht streng. Da bin ich mir sicher. Und nein, man muss nicht durch jeden einzelnen Ring fliegen.
falls einer von euch das denken sollte. Kriegt ihr noch? Nein, schade. Ja, hier sind die Kurven echt knapp. Aber ist auch die Super-Profi-Strecke. Die Meister-Strecke. Kann ich den Boden berühren? Wäre nicht so gut. Bading. Bading. War da gerade ein anderer Sound als vorher? Naja, also es geht ja größtenteils darum, nicht die Zeit ausgehen zu lassen. Ist klar. Aber es geht natürlich auch darum, den Highscore hier zu bekommen. Aber ich kann euch leider sagen, nein, auch wenn das hier Spaß macht zum Teil, ihr könnt das hier nicht benutzen zum BP-Farmen. Ihr kriegt die Belohnungen für die BP nur beim ersten Mal durchspielen. Die anderen Male kriegt ihr immer nur viel weniger. Ich glaube so 50 oder 100 maximal. Also, ich kann euch sagen... Ah, das krieg ich nicht mehr. Ich kann euch sagen, das lohnt sich nicht. Aber wenn wir einmal machen, lohnt sich hundertprozentig, klar. Aber denkt nicht, das ist das Beste. Die beste Methode zum Farmen. Wie gesagt, ich habe euch ja vorher ein ganz kleines Tutorial gegeben. Was ich gerne benutze, ist, besiege diese Pokémon mit Autokampf, renne diese Distanz, sammle diese Items ein, hier überrasche ein Pokémon von hinten und was gibt's da noch? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall diese super einfachen Sachen, wo ich mir denke, ja, mach ich jetzt eben, zack, fertig, weitermachen. Und tatsächlich, wo muss ich lang? Ach, da unten, nein! Hab ich gar nicht gesehen, verdammt! Oh Gott, mir geht die Zeit aus. Schaffe ich's noch? Und tatsächlich mag ich diese Prüfung, diese Aufgaben nicht, wofür ihr hunderte oder mehrere hunderte von BP bekommt, weil die meistens sehr lange dauern. Und ich in meinem Speedrunner-Modus, wie ich es euch erklärt habe, das dann nicht so gut zu haben habe. Lol. Ja, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich möchte das nämlich gerne noch schaffen im First Try, weil das jetzt noch raus zu cutten und rein zu cutten, das wäre echt ärgerlich. Den kriege ich. Den muss ich auch bekommen. Ich muss jetzt alle bekommen, die ich finde, weil sonst schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr. Oh, die Zeit wird richtig knapp. Oh no. Oh no. Oh, dass ich auch nicht schneller fliegen kann. Los, beeil dich. Ist ja schön, nochmal durch die Elektrolythülle zu fliegen, aber es reicht nicht aus. Gott. Kann ich keine Abkürzungen nehmen oder so? Ich glaube leider nicht. Ja, okay, man hätte auch jetzt von hier aus nach links hier reingekonnt, aber ich nehme lieber mal die Punkte mit, zur Sicherheit. Hä? Was zum? Hallo? Hallo? Ich bin stuck, jetzt nicht mehr. Ja, geil. Dadurch habe ich jetzt verloren. Danke, Kamera. Danke, Spiel. Danke, Game Freak. Habt ihr toll programmiert, die Kamera. Ja, dadurch habe ich es verloren. Ich werde es noch weiter probieren, aber ich schaff's nicht mehr. Lächerlich. Nur weil eure Kamera nicht funktioniert in dem Spiel. Ja, das krieg ich jetzt auch nicht mehr. Ist klar. Ja. Na, dann nochmal gegen die Wand. Da hinten. Hab ich das noch schafft? Nur wenn da jetzt das Ziel ist, sonst nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, wo das Ziel ist, ne? 3, 2, 3, 2. Oh Gott. Oh Gott. Aber hier sind viele Ringe. Wait. Das könnte sogar noch gehen. Wait a moment. Gott. Game Freak, gib mir doch zumindest irgendwelche Pfeile. Ich bin Mario Maker Spieler. Ich brauche Pfeile. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Bin ich hier richtig? Oh, ja, bin ich. Alter. Ja, aber die Zeit ist aus. Puh, noch nicht ganz. Doch, Zeit ist aus. Das war's. Ja, sorry, Leute. Kurz vom Ziel wahrscheinlich. Das schneide ich für euch. So, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Charakter hat wieder rumgespackt. Ich war wieder stuck in der Wand. Man kennt's. Ich drücke nach rechts. Mein Charakter fährt geradeaus weiter. Egal, ich habe jetzt ungefähr 10 Sekunden oder so mehr übrig als vorher. Wir kriegen das hin. Das sollte trotzdem noch klappen, wenn ich jetzt nichts verpasse. Ich habe irgendwie jetzt 3 Ringe, vielleicht auch 4 verpasst. Also ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen verbessert jetzt. Auch nicht sonderlich stark, aber schon etwas.
Und ich denke schon, ich gehe schon davon aus, dass wir das jetzt schaffen. Und ihr könnt davon ausgehen, in den nächsten paar Folgen, dass ich erstmal noch ein paar Sachen hier im Indigo-Disc mache. Und dann danach gegen die ganzen Arena-Leiter kämpfe. Also ich sammle auch noch ein bisschen BP auf Screen oder auch im Livestream twitch.tv/MikeBierZusammen. Schaut da gerne vorbei, falls ihr mal Bock drauf habt. Da gibt's, by the way, auch nächste Woche, oder wenn ihr das seht, vielleicht auch jede Woche, ich weiß nicht, wann es rauskommt, gibt's einen Marathon-Stream. Den wollt ihr sicherlich nicht verpassen, da wird auch Pokémon gezockt. So, ihr seid die Ersten, die es hört. Und ja. Natürlich werde ich alles einspeichern, also es wird hier nichts verpasst. Falls ihr das nachschauen wollt. Und sonst mal so wichtigen Sachen, wie wenn ich zum Beispiel mich dazu entscheide, die Arena-Leiter im Stream zu machen, schneide ich alles zusammen oder lade es einfach so auf YouTube hoch. Wir schauen mal nach, wie ich das so Bock drauf habe. Aber es wird auf YouTube landen, alles was mit der Story zu tun hat. Und ich würde schon sagen, dass ihr... Ah, verdammt. Ich würde schon sagen, dass die Arena-Leiter damit auch zu tun haben. Ach, verdammt, egal, das ist das Ziel, egal. Ja, das würde ich sagen, geht auch dazu, also kommt auch auf YouTube. Alles mit Story kommt auf YouTube. So, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Pokémon Karmesin DLC, was auch immer, Folge wieder. Uiuiui. Also ich muss ehrlich sagen, ich mag die Höhle selber, wo wir vorhin waren. Aber die ist nicht gut geeignet für diesen Modus. Wirklich nicht. Schön sieht sie aus, aber Junge, sind da die Wände kacke. Boah, herzlichen Glückwunsch, ich kann es nicht fassen, du hast die Meisterschrecke abgeschossen. Wow, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Boah, erstmal ein Zapdalast und die Glocke natürlich auch. Dafür hast du ja auch noch mal einen Haufen BP verdient obendrauf. 500? Yep. Nice. Bis zum nächsten Mal. Okay.